Drogenfahnder im Einsatz an der Grenze. Stichprobenkontrolle an einem verdächtigen LKW. Gesucht werden Drogen, vor allem Heroin und Kokain. Jeder Hohlraum bietet ein gutes Versteck. In diesem Wassertank wurden 36 Kilo Heroin verborgen. Für die Fahnder ein dicker Fisch, denn nur etwa 10% der Drogen werden an Deutschlands Grenzen aufgespürt. Herkunft des Heroins, zu 80% kommt es aus der Türkei. Stoff im Werte von mehr als 1 Milliarde Mark jährlich. Weithaus an der Grenze zu Tschechien. Trotz aller Kontrollen an den Grenzen kann man den Schmuggel kaum wirksam bekämpfen. Die Fahnder hoffen auf Unterstützung aus der Türkei. Die türkischen Behörden werden über die Interpol-Schiene informiert. Sie sind ja an dem Nachrichtenaustausch beteiligt. Wir müssen ja auch eine Bestätigung haben, mit wem wir es tatsächlich zu tun haben, der hier als Täter festgenommen wird. Dazu kommen alle Anfragen, alle Erkenntnismitteilungen in die Türkei. Nicht nur Informationen fließen in die Türkei. Im Generalkonsulat in Istanbul und in der Botschaft in Ankara ermitteln 3 Beamte des Bundeskriminalamtes. Außerdem, mit 5 Millionen Mark hat Bonn die türkische Drogenfahndung aufgerüstet. Dennoch, das Heroin kommt weiter aus der Türkei nach Deutschland. Das ist nach wie vor dominierend, was über die Balkanroute, sage ich jetzt mal ganz allgemein, kommt. Und das hat ja seinen Ausgangspunkt in der Türkei. Also wie gesagt, 215 Kilo im letzten Jahr, etwa 80% der gesamten Menge. Und da hat es keine großen Veränderungen gegeben. Und das hängt sicher auch damit zusammen, dass eben im Südosten der Türkei auch Labore sich befinden, wo die Rohmasse, die aus Pakistan, aus Afghanistan kommt, aufgearbeitet wird zu Heroin. Der Südosten der Türkei. Seit 12 Jahren kämpft hier türkisches Militär gegen die kurdische PKK-Guerilla. Es herrscht Ausnahmezustand. Das Militär kontrolliert jeden Winkel. Niemand bleibt hier unbeobachtet. Trotzdem, ausgerechnet hier befinden sich die meisten Drogenlabore, in denen das Heroin hergestellt wird. Einsatzbereitschaft vor der Kamera. Zu Propagandazwecken demonstrieren türkische Sicherheitskräfte immer wieder, wie erfolgreich sie gegen die Drogenlabore vorgehen. Erfolgsmeldungen für das Ausland. Internationale Experten zweifeln an der Ernsthaftigkeit dieser Aktionen. Man weiß heute mit ziemlicher Sicherheit, dass in der Türkei alle 2 bis 3 Monate zwischen 800 Kilo und 1 Tonne Heroin beschlagnahmt werden. Doch was beschlagnahmt wird, wird niemals vernichtet. Das Heroin fließt immer wieder in den Handel zurück. Das Heroin wird beschlagnahmt, aber nicht vernichtet. Der Hintergrund? Der türkische Staat kann den Krieg im Kurdengebiet kaum noch bezahlen. Der Ausweg? Neben dem Militär kämpfen auch private Milizen gegen die PKK. Einer der Anführer, Sedat Buçak, Stammesführer und Parlamentsabgeordneter für Tansu Çiller's Partei des Rechten Weges. Gut 10.000 Bewaffnete stehen unter seinem Kommando. Das kostet Geld. Heute weiß man, das Geld stammt aus dem Drogenhandel. Ankara billigt den Drogenhandel der Milizen, weil diese im Gegenzug die PKK bekämpfen. Der Beweis. 3. November 1996. Bei Susurluk in der Westtürkei rast ein Mercedes mit 200 Stundenkilometern in einen LKW. 3 Tote, 1 Überlebender. Erstmals werden die Verstrickungen von Sicherheitskräften, Politik und Drogenmafia in der Türkei überdeutlich. Im Auto Abdullah Çatlı, ein auch in Deutschland gesuchter rechtsextremer Terrorist und Drogenhändler. Er überlebt den Unfall nicht. Dazu der ehemalige stellvertretende Polizeipräsident von Istanbul und Sedat Buçak, der einzige Überlebende. Eine Schlüsselfigur im Drogenhandel und Berater von Tansu Çiller. Im Autowrack finden sich falsche Papiere für den Terroristen Çatlı. Ein gefälschter Ausweis und ein Waffenschein, ausgestellt vom damaligen Chef der türkischen Polizei und späteren Innenminister Mehmet A., auch ein enger Vertrauter Tansu Çillers. Kurz nach dem Unfall. Die falschen Papiere zwingen den Innenminister Mehmet A. zum Rücktritt. Das türkische Parlament richtet einen Untersuchungsausschuss ein, der die Hintergründe des Unfalls aufklären soll. Das Ergebnis ist schockierend. Dieser Untersuchungsausschuss arbeitete 4 Monate. Nach unseren Informationen und Recherchen kamen wir zu dem Ergebnis, dass in der Türkei eine Mafia existiert, die sich innerhalb des Staates im Verbund mit illegalen Organisationen aus der Unterwelt organisiert. Es stellte sich heraus, dass diese Mafia innerhalb des Staates nicht mehr kontrollierbar ist. Hier ist das Zentrum dieser Mafia-Organisation.
Unter dem Dach des Generaldirektorats für Sicherheit, der obersten türkischen Polizeibehörde, sitzt die Hauptabteilung für Sonderkommandos. Der zurückgetretene Innenminister Mehmet A., vor seiner politischen Laufbahn oberster Polizeichef der Türkei, hat sie eingerichtet. Eine der Schlüsselfiguren im Hintergrund, Parteifreund Sedat Buçak. Sedat Buçak ist hier entsprechend als der politische Hintergrund des Ganzen zu sehen. Gleichzeitig liefert er als Stammesführer quasi die Logistik. Die überall dem stehende Instanz ist notwendigerweise jedoch Çiller selbst. Das ist ganz klar. Trotz dieser Vorwürfe im Untersuchungsausschuss, die Verantwortlichen bleiben unbehelligt. Der Versuch der Staatsanwaltschaft, die parlamentarische Immunität von Mehmet A. aufzuheben, scheiterte bisher am Widerstand der Regierungskoalition. Auch der Parteikollege und Drahtzieher im Drogenhandel Sedat Buçak bleibt ungeschoren. Für den Kampf der deutschen Zollfahnder gegen den Heroinhandel ist die Lage in der Türkei ein Fiasko. Die Abteilung für Sonderkommandos ein Risikofaktor. Immer wieder werden Fahndungs- und Ermittlungserkenntnisse an die türkischen Behörden weitergeleitet. Alles landet irgendwann auf dem Tisch der türkischen Hauptabteilung für Sonderkommandos und so letztlich bei den Drogenhändlern. Europäischen Geheimdienstexperten sind die Verstrickungen in der Türkei kein Geheimnis. Die Hauptabteilung für Sonderaufgaben bekommt von unten aus ihrem Referat alle wesentlichen Informationen des Bundeskriminalamts von Interpol, Europol oder anderen befreundeten Diensten. Und insbesondere dann, wenn dahinter eine politische Brisanz steckt. Und hinterm Drogenhandel steckt eine politische Brisanz. Hinterm Drogenhandel steckt eine politische Brisanz und doppelt brisant ist es, wenn Funktionsträger des türkischen Nachrichtendienstes oder regierungsnahe Menschen in diesen Drogenhandel verwickelt sind. Deutschland hat jahrelang im Kampf gegen den Heroinhandel auf die Zusammenarbeit mit der Türkei gesetzt. Trotz der bekannten Tatsachen, die Bundesregierung hält am ungestörten Verhältnis zum Bündnispartner Türkei fest. Politische Konsequenzen, Fehlanzeige. Wir können bestätigen, dass also die Arbeit unserer drei Verbindungsbeamten, einer in Ankara, zwei in Istanbul, was die uns berichten, sehr wertvoll ist und auch die Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden im Sinne einer effizienten Aufklärung durchaus funktioniert. Wir haben keine Hinweise darauf, dass so quasi amtliche Stellen systematisch da beteiligt sind. Ich denke, die Bundesregierung beleidigt hier ihren Auslandsnachrichtendienst, weil der BND sehr genau unterrichtet ist über die Zusammenhänge von Regierung, organisierter Kriminalität, Nachrichtendiensten und Drogenhandel. Aber es gibt für die Bundesregierung außenpolitische Rücksichten im Verhältnis zu Ankara, die vermeiden, dass man diese Dinge offen sagt oder sie auch nur politisch instrumentalisiert. Geld stinkt bekanntlich nicht, auch wenn es Schmutziges ist. Deshalb riecht Bonn auch nichts, wenn Frau Çiller mal als Ministerpräsident, mal als Außenminister auftritt. Und gäbe es auch Gestank, Klaus Kinkel würde sich die Nase zuhalten. Aus strategischen Gründen, weil das Atlantische Bündnis die Türkei braucht. Im Bundesland Brandenburg.